Reisegruppe Bewegung. So, wo ist denn hier der Kaffeebus? Ich vertick dir gleich eine Heizdecke, wenn du nicht leise bist. Was ist bisher euer Lieblingshotel? Dieses Hamburg-gethemte Segel. Ah, das war Stuttgart. Stuttgart, ja. Also Dresden ist ganz weit. WGT Leipzig ist auch ganz, ganz weit vorne. Ah ja, stimmt. Das Hotel da war auch richtig geil. Frühstück, ungelogen, fand ich am besten auch in Hamburg. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wo wir mit 6 Leuten in einem Raum geschlafen haben? Ja, oder? Ja. Und Thomas, wie ist es bisher so auf Tour zu sein? Unheimlich viel Spaß, ist aber auch anstrengend. Aber coole Leute kennengelernt. Und ich freue mich auf heute Abend auf Braunschweig. Na Felix, wie war es gestern? Also gestern war echt richtig geil, muss ich sagen. Das hätte ich auch nicht so erwartet. Es war, glaube ich, gar nicht so voll, aber es fühlte sich an, als wären da irgendwie 800 bis 1000 Leute in dem Club. Ich glaube, der Club war schon ziemlich voll. Ja, weil sie oben nicht aufgemacht haben. Also die Stimmung war der Oberknaller. Lübeck, ihr seid schon ganz schöne Marzipanschnäckchen da. Soll ich noch was sagen? Warte mal, erstmal. Also ich glaube, mir reicht's. Mario, wie geht es dir? Mir geht's super. Wir wurden heute Morgen nur leider etwas unsanft geweckt von irgendwelchen Arbeitern, die die Fassade neu gemacht haben. Meins. Piep, 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 piep. Da hat einer gepfiffen, ey, wie so ein Weltmeister. Der hat richtig Spaß an seiner Arbeit. Im Gegensatz zu der Putzfrau, die hat nicht so viel Spaß an ihrer Arbeit. Mann, hier raus! Um 12? Ja. Okay. Nee, okay war das nicht. Das war. Sie haben im Bett geschlafen, dann muss ich das ja neu machen. Im Klo waren sie auch noch. Was fällt Ihnen ein? Wenn Mario fährt, gibt's immer die beste Musik. Ist mir ganz egal. Hey, Baby. So Jungs, wie war die Tour bisher? Tierisch geil. Ein Gegner nach dem anderen wurde immer schöner eigentlich. Ne? Und jetzt ist leider schon wieder der Abschluss von diesem Vlog. Ja, das stimmt. Aber nächste Woche haben wir nämlich noch einen Vlog, da spielen wir wo? In Aschaffenburg und in Weiher sind wir noch. Tourabschluss! Solltet vorbeikommen, Freunde, denn es macht richtig Laune, mit Heldmaschine unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Kommt ins Hallbaum, sehr, sehr lustig. Holt euch Tickets, kommt vorbei, denn es ist eine Riesensause. Nee, was haben wir gelernt? Abgeschafft! So, wir sind in Braunschweig angekommen, in der Kufa. Und ich muss mal sagen, was ist das für eine geile Location? Was sind das für geile Veranstalter? Extra mit ganz viel Liebe noch eine vegetarisch-vegane Platte serviert. Und guckt euch das mal an, ey, wie wir hier verpflegt werden. Das ist einfach fantastisch. Wir fühlen uns hier jetzt schon wohl. Der absolute Oberknaller ist, dass die Veranstaltung für heute Abend ausverkauft ist. Geil, oder? So, und jetzt habe ich erfahren, dass man hier ein bisschen spicken kann. Passt mal auf. Hier ist nämlich die Empore. Den hat der Bulli-Schlüsselmeister schon wieder. Wer ist denn das jetzt auf einmal? Ja, der Thomas. Thomas, ich brauche den Schlüssel. Also dieser Mechanismus macht mich verrückt. Das ist immer wieder... Das kann doch nicht wahr sein. Habt ihr hier was verändert an dem Mechanismus? Eigentlich nicht. Habe ich es kaputt gemacht? Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Das ist nämlich oh und ah. Ihr wisst nicht so richtig, was ihr machen sollt, ne? Das ist, oh. Wie viel habt ihr schon getrunken? Noch gar nichts, ne? Das macht mir jetzt Sorgen. Oh und ah. We are born to obey, we are born to obey, we are born to obey, we are.
Bim, 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 bim. Ey, hab mir ins Gesicht gefilmt. Ja. Du verrückt dir. Du hast dich schön Pulli an der Wayne, ne? Guck mal. Auf jeden Fall. Großartig. Richtig schöner Prachtexemplar. Was hast du hier noch mit? Ich meine, hast du dein ganzes Kostüm dabei? Hast du dein ganzes Kostüm dabei? Nee. No, Klossi. No, Klossi. No, Klossi. No, Klossi. Willst du zu sein? Nee, heute nicht. Aber vielleicht einer von den Herrschaften auf dem Sofa. Ich gucke mal. Vielleicht gehe ich mich einfach mal drüber. So, mach mal hier auf Beine rein. Juhu. Was hast du denn jetzt vor, Kollege? Wird das jetzt ein Foto? Für dich wird das ein Foto, für uns wird es ein Video. Okay, Ende Tourblock Nummer 2 war das jetzt mit Heldmaschine. Jawohl. Wie war's für euch? Boah, ich hab nicht richtig Bock gehabt. Also gestern haben sie halt Alarm gemacht, als wäre es so voll gewesen wie heute. Aber heute war es so voll wie heute und die Leute haben nochmal einen draufgelegt. Heute war schon echt ein würdiger zweiter Tourblock-Abschluss. Das wäre eigentlich der perfekte Abschluss vielleicht für die ganze Tour. Für die ganze Tour war es schon geil. Okay. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, welchen ich besser von gestern oder heute. Gestern war voll am Kochen und heute war auch mega gute Stimmung. Wirklich bis auf Emporo-Buch. Ganz vorne bis ganz hinten und nach ganz oben. Also heute war echt sehr reizüberflutend. Es war echt sehr, sehr seelenbalsam heute. Vielleicht war gestern auch einfach der Kontrast zur ostfriesischen Eskalation. Heute war es auf jeden Fall recht heiß. Ich stand so oft auf der Bühne und dachte, ich kriege keine Luft mehr. So, aber wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen hier mal aus seinem Fotomodus ablösen. Das gedenkt nämlich die ganze Zeit, dass wir ein Foto machen und wundert sich, warum wir so viel quatschen. Ja. Wie war es denn für dich heute? Ich habe ja gar nicht viel mitbekommen von euch. Ja, das stimmt. Ja. Wie letztes Mal hier. Ja, was? Nein, letztes Mal habe ich euch voll mitbekommen. Ja. Der spielt die ganze Zeit einen auf Rockstar und hat sich hier hofieren lassen und so weiter und unsere Schnurrte sind gar nicht angeguckt. Ich habe sie mir 2 Minuten angeguckt. Und wir wissen, das übertreibt ganz gerne, also das war nur eine Minute. Ich war abgelenkt, es tut mir leid. Und weißt du, wer deine Show heute gesehen hat? Und zwar in voller Gänze, in der ersten Reihe? Mhm. Wer denn? Du. Ich hab dich auch gesehen. Was hat ihr denn gemacht? Erzähl mal. Ich habe heute live bei Heldmaschine mitgespielt, hab komplett die Bühne. Wieso betonst du das mit dem Live? Frage nochmal. Welchen Song? Frag für einen Freund. Ich frage für einen Freund. Den hast du auch ein bisschen gesungen mit? Ich habe auch mit gesungen. Ja. Also auch live? Ja. Und ich fand das Ende sehr gut, weil da haben wir die Gitarren. Das Ende hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Das ist gut mit den Gitarren. Ja, warum war das Ende denn gut? Na, weil ich davon gar nicht viel mitbekommen habe. Plötzlich stand Eugen vor mir mit seiner Gitarre und wir haben gekreuzt und. Ihr dürft dann die Strahlen nicht kreuzen. Ja, da habe ich genau an Ghostbusters gedacht und dachte mir, oh mein Gott, gleich explodiert ja alles. Aber das könnte sein bei Heldmaschine, ne? Ja. Mhm. Ja, aber ich möchte öffentlich hier sagen, dass es mir wirklich leid tut. Was denn jetzt? Dass du denn die Gitarre gekreuzt hast mit Eugen oder warum? Nee, dass ich. Es war halt so voll gewesen bei euch. Bei euch war das die Hölle los. Also, du kamst ja gar nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast. Das ist jetzt nicht die Ausrede, aber. Aus der Nummer kommst du dem mal raus. Sieht nicht. Das hat mir so lange nachgedacht. Ich glaube, ich komme bei Wolfgang Petri in die Hölle. Ich komme natürlich, um alles wieder gut zu machen. Am Donnerstag komme ich nach Aschaffenburg. Jetzt ernsthaft? Mhm. Wirklich? Habe ich überlegt. Oder Freitag zum Tourabschluss. Ich weiß nicht, oder beides, ne? Oder beides. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir haben für nächste Woche keinen Mercher, richtig? Das könnt ihr vergessen. Also das wäre jetzt deine Chance, es wieder gut zu machen. Oh nein! Idee. Ich kann nicht recht nehmen. Amy hat sich übrigens angeboten. Wer? Amy hat gesagt, dass sie das macht. Na siehst du, bin ich fein raus aus der Nummer. Damit bist du nicht raus. Damit bist du auch. Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, wir können mal wirklich für uns festhalten. Wir haben jetzt ja fast 2 Touren schon hinter uns. Und es ist fantastisch, Leute, dass ihr so zahlreich zu unseren Konzerten kommt. Wir sind, ich glaube, mit die glücklichsten Musiker, die es gerade gibt. Jawohl. Wie schon gesagt, seelenbalsam. Und wir haben Dusky auf dem Sofa hier. Den Drecksack. So, und den nehmen wir jetzt mit und dann vernaschen wir ihn auf unserer. Ehrlich? Ja, das auf unserer Hinterbank jetzt. Kann ich in unserem das Tourband. Ist das dann sozusagen das wieder gut machen? Schön reden. Ja, nehme ich dabei, ja, kein Problem. Was steht bei dir eigentlich alles an demnächst? Ich mache meine Rockshows wie immer. Wann machst du die immer? Ja, jeden Samstag. Und zurzeit meist auch wieder mittwochs. So, Leute, Schlusswort, oder? Ja, genau. Ja, Block 2 war der Knaller und ich bin gespannt, was Block 3 jetzt ist. Und da ihr das alle seht, bevor der Block. Aber da ihr das seht, nachdem Block 2 zu Ende ist, aber vor Block 3 rauskommt, müsst ihr alle nach Aschaffenburg und nach Weiher kommen. Kannst du es jetzt mal nochmal nicht ganz so kompliziert machen? Ich habe das verstanden. Ja. Ich denke, für Leute mit wie Moses zum Beispiel. Ihr habt jetzt Tourblock 2.
gesehen oder nicht gesehen, aber Tourblock 3 kommt nächste Woche. Also, auf nach Weiher am Donnerstag. Nein, nach Aschaffenburg. Nein, los. Ich sollte keinen Red Bull trinken. Das macht geil. Das ist nicht gut. Das ist komplett cool. Aus der Hölle. Kommt alle zu unserem nächsten Konzert nach Aschaffenburg und Weiher nächste Woche in Kloppenburg. Let's go. Tschüss. Sommer, so, Sommer, Kaktus, Kaktus.